Moin meine Sportsfreunde, ich begrüße euch zum zweiten Mal in einem Video. Sorry, dass es heute dann zwei Videos werden, aber ich wollte mir einfach nicht die Möglichkeit nehmen, euch so unmittelbar wie möglich nach der FIBO allen einfach mal zu danken. Jeden, der mich innerhalb dieser vier Tage besucht hat, weil es einfach für mich, ja, wenn man diese vier Tage als einen Moment sehen würde, ein Moment war und sein wird, der auf jeden Fall ganz, ganz lange in Erinnerung bleiben wird und weiß nicht, wenn ich irgendwann mal Papa bin, dann werde ich das auf jeden Fall meinen Kindern erzählen. Und das war einfach, ich habe mit sowas niemals gerechnet. Ich habe niemals damit gerechnet, dass mich so viele Menschen überhaupt ansprechen und dass so viel positive Energie quasi übermittelt wird. Und das hat einem oder mir vor allen Dingen auch einfach wieder gezeigt, dass hinter jedem, der einem folgt, hinter jedem Kommentar, hinter jeder Gefällt-mir-Angabe, steckt nun mal ein Mensch. Und das geht sehr, sehr schnell verloren, vor allen Dingen, wenn man, ja, ich sag mal, wenn sich die Reichweite erhöht, wenn mehr Menschen einem folgen, da verliert man einfach wirklich komplett den Bezug zu diesem, ja, man sieht nur noch die Zahl. Man guckt auf Instagram und denkt sich, ja, da steht 55.000. Okay, hat wieder irgendwer gefällt mir gedrückt, aber man sieht nicht, ja, alles klar, dieser Mensch, der könnte gerade vor dir stehen und der könnte dir wirklich gerade was zu dir in deinem Rezept, zu deiner Form, was weiß ich sagen. Und das war sowas von, also die FIBO an sich, die war für mich sowas von gut, einfach mal wieder so ein Bild und so ein Blick auf die ganze Sache zu bekommen, dass mich das ungemein gefreut hat. Und ich hoffe auch, dass ihr einigermaßen, also dass ich wenigstens ein paar Worte mit euch wechseln konnte, wenn ihr mit mir Worte wechseln wolltet, auch wenn es teilweise wirklich, wirklich sehr, sehr stressig war und Mitarbeiter von MyProtein halt das auch machen mussten, dass sie gesagt haben, bitte geht weiter, weil es einfach so unnormal voll war. Also es war einfach mega, mega krass. Gerade auch Sonntag kam mir es zum Beispiel so vor, als ob es noch heftiger bei uns am Stand war. Und es war super schön. Und jetzt gilt für mich, oder jetzt kommt für mich die Zeit, in der ich genau mein Ziel eigentlich verfolgen will. Ich möchte nämlich nicht wieder auseinandergehen, so wie es nach dem Fotoshooting war, und dementsprechend wird auch die Shred Series weitergehen. Und das, ich war heute schon zum Beispiel im Beintraining nach 15 Stunden Schlaf. Ich bin gestern um 9 Uhr ins Bett gegangen und bin dann heute irgendwann um 11, 12, glaube ich, aufgewacht. Und bin dann ins Beintraining gestartet. Beziehungsweise habe hier ein bisschen klar Schiff gemacht, habe ein paar Dinge sortiert, habe das Video gerade hochgeladen und geschnitten, weil ich einfach nicht wieder den Fehler machen möchte und jetzt zum Beispiel einen Rest einlegen, Cheat Meals reinhauen und so weiter, weil man dann ganz schnell wieder in so einen Trott verfällt, in dem es einfach dazu kommt, dass man dann zum Beispiel wieder so komplett eskaliert. Und das wollte ich ja auf gar keinen Fall. Dementsprechend habe ich heute schon meine Beinchen ein bisschen trainiert. Morgen wird dann aber ein Rest-Day kommen, weil ich, glaube ich, am Wochenende ja so gefühlte 10.000 Liegestützen zum Aufpumpen gemacht habe. Und dementsprechend würde ich meinem Oberkörper an dieser Stelle auch einfach mal so ein bisschen Ruhe gönnen. So, und was ich natürlich noch sagen wollte, ich glaube, in den letzten vier Tagen hat sich auf jeden Fall herauskristallisiert, was so die Top 3 bzw. vielleicht Top 4 Rezepte von euch sind. Das ist auf der ersten Stelle auf jeden Fall der Süßkartoffel-Brownie. Auf der zweiten Stelle folgt dann der Snickers-Quark. Auf der dritten oder an dritter Stelle, sorry, da ist die Kamera ausgegangen, nur ein kurzes Video und trotz alledem kriege ich es nicht fehlerfrei hin. So ein Mist aber auch. Naja, jedenfalls das letzte Rezept, was auch immer sehr, sehr häufig genannt wurde, war natürlich auch die Brownies mit Apfelmus und vor allen Dingen auch die Haferflockenpizza zum Frühstück. Der Burrito, ja, also echt viele, viele positive Rückmeldungen, hat mich gefreut, auch viele Anregungen bzw. Nachfragen nach dem Kochbuch, und da kann ich euch sagen, dass ich soweit die Rezepte zusammen habe und ich habe da, glaube ich, wirklich eine große Rezeptsammlung einfach zusammen, und das muss jetzt quasi nur noch in eine schöne Form gepackt werden, weil ich einfach auch euch was bieten möchte, was nicht einfach so, ja, 25 Rezepte, Quark mit Whey und Himbeeren und dann einmal auf Word geschrieben und los geht's. Und dementsprechend kann ich da noch nichts Genaues sagen, wann es denn genau kommt, aber ich bin auf jeden Fall in einem fortgeschrittenen Stadium. So, ja, das wollte ich noch euch gesagt haben. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Vielen, vielen, vielen Dank für alles, für die ganzen letzten fünf Tage, für
Die letzten, was weiß ich, 3 Jahre werden es bald schon mit Schmale Schulter Fitness und ich hoffe, es folgen noch ganz viele schöne Erinnerungen und wenn wir uns sonst nicht irgendwie so sehen sollten, sehen wir uns auf jeden Fall auf der FIBO 2017 dann wieder. Ciao.